Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen bei Wirtschaft TV. Heute im Talk Reik Hane. Unternehmensberater, Profisportler, Familienvater, Podcaster, Autor, der uns sagt, wie der perfekte Unternehmertag aussieht. Willkommen, Reik Hane. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ja, klingt ja spannend, ne? Also fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man so diese Kurzzusammenfassung darlegt und sagt, so, das ist ja alles. Und sagt, ja, das ist ein schöner Film. Ja. Ist das tatsächlich so möglich, das alles positiv zu leben, diese verschiedenen Bereiche? Ja, es ist möglich. Wobei das Wichtige ist immer, die Leute sehen meistens immer eher das Ergebnis, nicht den Weg dahin. Ja. Und ich habe gerade versucht, auch mit diesem Buch mehr den Weg dahin zu zeigen. Weil früher habe ich alle Fehler selbst gemacht, über 100 Stunden die Woche gearbeitet und genau das nicht gelebt, was ich heute hinbekomme. Und dann irgendwann kam halt so dieser eine magische Moment, der alles verändert hat. Und ja, seitdem bin ich deutlich ausgeglichener, fokussierter und auch für mich gesehen erfolgreicher. Okay, also tatsächlich über einen Moment, der eine Veränderung ausgelöst hat. Absolut. Das sind 100 Tools, also es kommt aus Ihrem Podcast. Ja. Und den kann man natürlich auch komplett durchhören. Wenn man aber jetzt die Quintessenz sozusagen für einen erfolgreichen Unternehmertag haben will, dann ist die in dem Buch zu finden, das auch gleichzeitig ein Arbeitsbuch ist. Absolut. Also ich habe es quasi ein bisschen dreigliedrig gemacht. Mittlerweile haben wir mit Unternehmerwissen 15 Minuten über 500 Folgen, sind der größte Unternehmer-Podcast in der gesamten deutschsprachigen Region. Und die Leute haben gesagt, ich kann keine 500 Folgen hören. Da habe ich gesagt, da ist was dran. Deswegen bilden wir mal einen Extrakt. Und der eine Teil ist quasi meine Biografie. Das, was viele auch ehrlicherweise nicht wissen, ist auch sehr, sehr private Insights sind dabei. Dann halt auch entsprechend Mentoren wie Frank Thelen, Marcel Janssen, René Adler und andere, die entsprechend Beitrag dazu geliefert haben und dann halt aber wirklich Werkzeuge und Tools, die man dann letzten Endes einmal durcharbeiten muss, damit es nicht nur quasi einmal gelesen ist und verstanden ist, sondern halt auch wirklich umgesetzt. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass die Leute eher weniger Wissen konsumieren, sondern mehr in die Umsetzung kommen. Und ich glaube, wir haben da was ganz Gutes hinbekommen. Das ist ja wahrscheinlich der Haken. Also meinen Sie, es ist schon mal jemand durch das Lesen des Buches erfolgreich geworden? Die Frage ist tatsächlich immer, wo jemand steht. Also ich hatte vor kurzem selbst wieder so einen magischen Moment für mich. Ich habe die Biografie von Elon Musk durchgehört, knapp 40 Stunden Hörbuch. Muss man auch erstmal Bock drauf haben. Also das hat für mich persönlich sehr, sehr viele Dinge, die irgendwie gerade bei mir im Kopf waren, sortiert und das Puzzle zusammengesetzt. Und allein das hat mir schon geholfen, zu sagen, okay, jetzt habe ich ein klares Ziel, bessere Struktur und dann folgt dem auch die Action. Also manchmal braucht man diese Initialzündung. Die Frage ist immer, legt man sich dann auch fest, das wirklich so umzusetzen und zu machen, was man davor hat. Okay, also das Prinzip, vielleicht kenne ich das von meinem kleinen Sohn, der sagt immer Deutsch, Deutsch, Englisch, Englisch. Ich muss jedes Mal antworten. Was heißt das Wort auf Deutsch? Was heißt es auf Englisch, weil es ihn interessiert? Mhm. Und dann sitzt es. Mhm. Also das heißt, man muss diese Fragen schon drin haben und sagen, ich habe da noch ein offenes Fenster, da noch ein offenes. Und dann sagen Sie, kann ein Buch tatsächlich lebensverändernd wirken? Ich glaube, grundsätzlich kann jedes Buch lebensverändernd sein. Nochmal, es kommt halt so ein bisschen auf die Situation drauf an, wo jemand ist. Meine Erfahrung hat gezeigt, aus den letzten 10 Jahren Unternehmensberatung, jeder Unternehmer stellt sich dann am Ende des Tages doch mal wieder dieselben Fragen. So, keiner sagt, Mensch, ich arbeite zu wenig oder ich habe genügend Zeit mit der Familie, er ist mal das andere. Beispiel der Fall. Und dann war die Frage, hey, wie kriege ich das jetzt irgendwie für mich gelöst? Wie schaffe ich es, mein Unternehmen, meine eine Familie irgendwie voranzutreiben, auf der anderen Seite auch meine tatsächliche physische Familie, da auch genügend Zeit zu haben? Und aus diesem gedanklichen Spagat hat es dann, okay, da gibt es verschiedene Bausteine, die bei erfolgreichen Menschen funktionieren. Und guck mal, das kannst du dir daraus mitnehmen. Das ist eher so der Ansatz, den ich vertrete. Also wenn ich diese Kurzzusammenfassung, Disziplin, ne, harter Einsatz, klarer Trainingsplan lese, das bedeutet dann Freiheit in allen Lebensbereichen letztlich im Ergebnis, dann ist daran ja noch nicht viel neu. Ne? Also das ist so, arbeite hart, sei diszipliniert, mach dir einen klaren Plan, wisse, was du willst oder was du erreichen willst. Das ist jetzt noch kein Novum. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach die Perspektive bei dem ganzen Thema, weil also aus der Branche heraus kenne ich es ja selber, die meisten sagen halt, mache genau mehr, mache mehr, mache mehr. Ich sage halt, nee, mach weniger. Also guck, was du überhaupt brauchst. Also was ist das der puristische Weg, den du gehen kannst, damit du es trotzdem hinkriegst. Also im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, ich arbeite halt maximal 20 bis 30 Stunden die Woche. So, verbringe extrem viel Zeit mit meiner Familie. Bin jetzt gerade das zweite Mal Vater geworden vor 3 Monaten und genieße das halt einfach. Ja, alle müssen sich irgendwie eine Auszeit nehmen. So, ich habe permanent Auszeit. So, und in diesen Status muss man sich aber hineinentwickeln und muss vor allem auch Lust drauf haben. So, und erfahrungsgemäß ist es auch eher der natürliche Zustand. So, und zeig mal einen Unternehmer, der irgendwie nur 30 Stunden die Woche arbeitet. Also
ich habe ganz, ganz wenige kennengelernt. Und die, die es machen, das sind auch ernsthafte Vorbilder. Okay, woran scheitert das denn typischerweise? Also kommen Menschen gar nicht auf die Idee, dass es auch anders ginge? Oder können Sie das sagen, so aus Ihrer bisherigen Erfahrung? Also ich glaube, dass das größte Problem ist halt einfach, dass viele Menschen super fremdgesteuert sind. Also in Deutschland haben wir eher ein klassisches Thema, dass viele gar keine Unternehmer sind, sondern Selbstständige. Das heißt, sie sind selber Leistungserbringer. So, und ihnen ist überhaupt nicht klar, dass man ein Unternehmen so aufstellen kann, dass es auch ohne sie funktioniert. Alle Konzerne machen das vor, ob das jetzt Amazon ist, Google oder was weiß ich, da sitzt ja keiner mehr selber und macht die Sachen, sondern es hat entsprechendes Thema und Strukturen. Das funktioniert aber auch genauso im kleinen Handwerksbetrieb, bei einer Anwaltskanzlei oder auch beim Zahnarzt. Die Frage ist einfach, wie denkt man das? Und dann schafft man es als Unternehmer auch wirklich Wertschöpfung hinzubekommen, ohne dass man selbst Engpass ist. Und wenn man das verstanden hat, dann schafft man auch seinen perfekten Unternehmertag. Wie sieht der denn aus? Können Sie das so kurz zusammenfassen? Sie sagen, der perfekte Tag könnte so... Der ist für jeden, glaube ich, extrem individuell. Für mich persönlich kann ich sagen, ich lebe ihn mittlerweile seit gut 3-4 Jahren, seitdem mein erster Sohn auch auf der Welt ist. Und in Schnellform beginnt es halt für mich einfach, dass ich mein Sport und meine Familienzeit, dass ich das halt gut kombinieren kann. Das heißt, mein Großer, der sagt, Papa, um 6 Uhr muss aufstehen, los geht's, wollen Sport, machen wir halt Sport zusammen. Ich mache mein Workout mit ihm auf dem Rücken und er feiert das irgendwie auch total. Ich gehe dann kalt duschen, habe entsprechend mein Ernährungsprogramm vor mir, bringe ihn dann in die Kita, arbeite meine 3-4 Stunden, mache entspannt mein Mittagsschläfchen und dann habe ich halt Zeit für Freunde, Familie, mache wie noch meine Trainingseinheit, habe auch genügend Zeit mit meiner Frau. Und gehe diesen Themen halt einfach nach, aber ohne, dass mich irgendwas stresst oder hetzt, sondern dass ich immer die Chance habe, so jeden Tag irgendwie auch was Neues zu entdecken. Ja, wie habe mit Apnoe-Tauchen angefangen und solchen Sachen oder jetzt überlegen wir gerade, ob wir nicht irgendwie einen Guinness-Weltrekord brechen können. Und für solche Sachen hat man einfach Zeit und das ist dann auch so ein Anreiz, den man sich auch außerhalb der Arbeit setzt. Wenn man einfach sagt, hey, ich limitiere mich auf diese 3-4 Stunden pro Tag, dann bringt das auch einfach einen wahnsinnigen Fokus und dadurch wächst mein Unternehmen auch deutlich schneller als vorher. Dieses The One Thing-Prinzip zu gucken, was in dem Moment gerade am meisten bringt und sich darauf zu konzentrieren. Genau. Also es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber wenn wir hier sitzen und sprechen und so wie das rüberkommt, wirkt das glaubwürdig. Ja, also ich glaube, um das vielleicht so ein bisschen klarer zu machen, also man muss eine Sache einfach für sich klar machen. Diesen perfekten Unternehmertag heißt nicht, dass man irgendwie in Saus und Braus und überschlagsmilliardärmäßig lebt. Das kann auch ein perfekter Unternehmertag für eine Person sein. Das Entscheidende ist, meiner Erfahrung nach, wenn man sich auf die Sachen reduziert, die man wirklich braucht, die wirklich wichtig für einen sind, dann ist das nicht immer gleichzusetzen mit überschwänglichem finanziellen Reichtum. Das heißt, brauchst du 100 Millionen, um glücklich zu sein? Ich kenne genug Menschen, die auf dem Konto haben. Keiner von denen würde ich jetzt unterschreiben, dass sie diesen Buchtitel vertragen. Andersrum habe ich Leute kennengelernt, die sagen, ey, ich bin finanziell frei, ich habe alles, was ich will, funktionierende Familie, ich bin gesund, finanziell habe ich keine Sorgen. Dann sage ich, das ist doch eher das Ziel. Das heißt, wenn du ein Elon Musk sein willst, das wird nicht der perfekte Unternehmertag sein. Und das muss man, glaube ich, einfach nur für sich verstehen. Der Gute sucht auf Twitter irgendwie als einer der reichsten und bekanntesten Menschen, sucht er irgendwelche Mädels, die er aufgabeln kann. Und ich sage, ich glaube, da gibt es andere Themen, wie man es besser lösen kann. Das zeigt ja auch, aus welcher Not heraus das kommt. Deswegen, für mich geht es einfach darum, dass quasi vier Lebensbereiche, du hast einmal Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Und wenn man das auch zeitlich miteinander verknüpft, dann schafft man es, diesen Tag auch zu leben. Inwiefern muss denn aber jemand das schon im Blut haben? Das ist natürlich immer die Frage. Das ist ja so der große Haken bei vielen Ratgebern, dass oft Menschen etwas, sagen wir mal, vielleicht durch die Sozialisierung schon mitbekommen haben oder genetisch oder eine Kombination aus allem und dann rückblickend ein Buch schreiben und sagen, ja, so musst du es einfach nur machen und andere strampeln und kriegen das nicht unbedingt hin, weil sie eben vollkommen anderes in sich haben. Inwiefern spielt das eine Rolle? Was meinen Sie, inwiefern kann jemand sich noch ändern? Also grundsätzlich kann sich jeder immer in jede Richtung bewegen, wenn er halt seinen Fokus ausrichtet. Also nochmal, ich habe früher über 100 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt arbeite ich ja 3-4 Stunden irgendwie am Tag. Das war auch einfach, glaube ich, auch diesem Commitment gegenüber zu verändern, dass ich gesagt habe, hey, ich merke, dass das falsch läuft so, jetzt suche ich für mich die passenden Werkzeuge raus und gebe das anderen Menschen weiter, aber habe mittlerweile auch eine sehr große Community geschaffen, die achten jetzt schon sehr genau drauf, was ich mache und wenn ich dann irgendwie doch manchmal merke, hey, ich habe den Hang in diese alten Strukturen zu fallen, dann bremst mich das ganz natürlich aus, weil ich sage, hey, ich habe da jetzt auch eine Vorbildfunktion geschaffen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass man halt auch einfach für sich klären muss, ist das in mir drin? Wie weit kann ich das entwickeln? Weil am Ende des Tages, glaube ich, bei jedem, der irgendwie Speaker oder Berater ist, es ist ein Stück weit Heilung der eigenen Themen. Und bei mir ist es nicht viel anders. John Lennon hat gesagt, Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Also das Plan ist natürlich jedermann klar, inwiefern das wichtig ist. Auf der anderen Seite
kommt es eben oft anders. Also wie ist das mit, wenn ich Ihre Stichworte höre erst einmal, so noch nicht Ihre Erzählung jetzt, aber die Stichworte, dann ist es ja dong, 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 ne? Also diszipliniert, streng dabei bleiben und so weiter. Aber gerade dann auch noch mit zwei Kindern. Und wie ist das möglich? Und ist das tatsächlich so möglich? Oder was ist dann, gibt es immer einen Plan B? Also es ist relativ simpel. Die Frage ist halt einfach, wie wichtig ist einem das? Und wenn Arbeit das mit Abstand Wichtigste ist, dann wird man diesen perfekten Tag nie erreichen können. Fertig. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist einfach ein ganz klares Ausrichten von Prioritäten. Wenn man für sich aber insgeheim auch mal überprüft, hey, wenn ich zwei Kinder habe, wenn ich eine Partnerschaft habe, dann muss ich dieser Sache auch einfach Zeit widmen, damit es gesund wächst und gedeiht. Also ich brauche keinen Beziehungsratgeber lesen. Und solange ich Zeit mit meinem Partner verbringe, wird sich da immer was Positives draus entwickeln. Sobald ich das reduziere, gibt es Schwierigkeiten in der Beziehung. So, und das ist aus meiner Sicht halt auch genau das Thema dabei. Wenn man für sich einfach erkennt, hey, so wie es bisher läuft, bin ich unzufrieden, dann gucke ich doch nach welchen Werkzeugen oder was mir dabei entsprechend helfen kann. Und dafür habe ich, wie gesagt, ein paar Werkzeuge zusammengefasst. Und meiner Erfahrung nach, wenn nur ein einziges davon konsequent umgesetzt wird, funktioniert es. Aber es ist wie im Sport auch. Du wirst nicht irgendwie ein Bodybuilder, wenn du die Hantel nur anguckst, du musst halt anpacken. Und dieser sportliche Ehrgeiz gepaart mit dem erstmal machen, umsetzen und auch neue Routinen ausprobieren und dann halt irgendwie ein langfristiges Ergebnis zu haben, das ist letztendlich für mich so das Thema dabei. Also ja, sportlicher Ehrgeiz, ja, klare Werkzeuge, aber auch entspannt bleiben dabei. Also flexibel in jedem Fall. Absolut. Das, okay, das klingt sehr, sehr spannend. Das Buch ist auch ein Arbeitsbuch. Also es gibt da so Felder, das ist nicht zu viel. Also nicht so ein Buch, das man rausholt und sagt, ich habe mal ein bisschen Zeit. Und sagt, oh, nach 20 Sekunden brauche ich das erste Mal einen Stift. Ja. Aber es gibt immer wieder was zu erarbeiten. Und das ist also schon so ein kleines Buch-Coaching, wenn da jemand richtig mitmacht. Absolut. Also es geht vor allem darum, nur dass das Lesen, wie gesagt, bringt einen aus der Sicht nicht voran. Es geht zum Beispiel darum, ein Kapitel behandelt auch das ganze Thema, dass man sich mal seinen Ängsten stellt. Aber was konkret sind denn die Ängste? So, und dann wird sagen, hey, schreib dir doch mal deine 10 Ängste auf. Und dann sagt man, okay, was ist denn, wenn dieser Fall tatsächlich eintritt? Also das einfach mal für sich selber klar zu machen, bevor man da Angst hat. Und wenn man sich das aufschreibt und sich selber dazu zwingt, diese Übung zu machen, dann merkt man, ey, so schlimm ist das gar nicht. Und dann beginnt man auf einmal irgendwie so einen neuen Grad an Freiheit zu verspüren, wo man sagt, ja, wenn das jetzt passieren würde, dann würde ich nicht umkippen. Wenn das passieren würde, würde ich auch nicht umkippen. Das geht ja irgendwie weiter. Ist ja super. Ey, warum probiere ich da nicht mal mehr Sachen aus? Warum gehe ich da nicht mal ins Risiko? Und das sind einfach Dinge, wie gesagt, auch die ersten Feedbacks, die jetzt kamen, wo Leute sagen, ey, krass, dieses eine Werkzeug allein ist schon Gold wert, sodass man das mal wirklich so konzentriert einfach macht und vor allem auch anhand von Beispielen, wie gesagt, Frank Thelen, Marcel Janssen, die dann halt auch bewiesen haben, offensichtlich schafft man das ja auch damit, irgendwie ein bisschen erfolgreicher zu sein als andere. Okay, vielen lieben Dank. Ich werde das Buch nochmal zeigen, Dein perfekter Unternehmertag. Klingt im ersten Moment vielleicht anders, nämlich, weil wenn jemand eine klassische Unternehmervorstellung hat, dann denkt er, es geht vielleicht um eine noch bessere Strukturierung der ganzen Massen oder wie kann ich meine Liste noch besser aufstellen, was es alles ist. In Wirklichkeit geht es um eine echte Work-Life-Balance darin, nicht? Absolut. Und das ist für mich halt auch der große Wunsch dabei, weil ich das immer so sehe. Als Unternehmer habe ich ja auch eine Vorbildfunktion bei Mitarbeitern gegenüber. So, und wenn ich da halt auch einfach vorlebe, hey, du musst nicht irgendwie 60, 70, 80, 100 Stunden die Woche arbeiten, sondern es geht halt auch mit 20, 30 Stunden pro Woche. Man kann Arbeit auch besser verteilen, flexibler einrichten und sorgt dafür, dass die Leute auch dann mental gesünder bleiben. Dann ist schon ganz viel erreicht. Und das ist für mich auch so ein bisschen dieser gesellschaftspolitische Auftrag dabei, sagen, hey, wie kann ich insgesamt meinen Beitrag leisten, dass der Gesellschaft ein bisschen besser geht. Vielen Dank, Raik Hane. Raik Hane im Talk bei Wirtschaft TV und so wie mein Gast heute sprüht vor Energie, lohnt sich das in jedem Fall mal, sein Konzept zu überdenken. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.